Herzlich willkommen zu Magischen Gedanken für einen inspirierenden neuen Wocheneinstieg. An einer Universität in Montreal fand eine Vorlesung zum Thema Zeitmanagement statt. Und in dem großen Vorlesungssaal saßen einige hundert Studenten und zu Beginn der Vorlesung brachte der Professor einen großen Glascontainer mit in den Vorlesungssaal. Und er füllte diesen Glascontainer mit ganz, ganz großen Steinen. Als das alles geschehen war, fragte er seine Studenten, was meint ihr, ist dieser Glascontainer jetzt wirklich voll? Die meisten der Studenten nickten, bis sich ein Student in der 10. Reihe hinten meldete und sagte, ich habe eine Idee. Wir könnten noch Sand in den Glascontainer füllen, dann haben wir noch die Chance, ihn voller zu machen. Gute Idee. So brachten sie Sand und füllten noch weiteren Sand in diesen Glascontainer, bis dieser Sand wirklich bis zum Rand oben entsprechend eingefüllt war. Der Professor fragte dann wieder, ist dieser Container jetzt wirklich voll? Die meisten der Studenten sagten wieder und nickten, ja, der ist voll. Bis sich ein Student nochmal meldete und sagte, ich habe nochmal eine Idee. Wir könnten Wasser in diesen Container laufen lassen, dann setzt sich der Sand und wir schaffen dadurch noch ein bisschen mehr Platz, den Container zu füllen. Gute Idee. Sie ließen also ein bisschen Wasser in diesen Container laufen, der Sand setzte sich und so hatten sie die Chance, den Container noch stärker zu füllen. Doch irgendwann war er voll und der Professor sagte, jetzt ist dieser Container wirklich bis zum Rand gefüllt. Doch was hat dieser Container jetzt mit unserem Leben zu tun? Und da sagte der Professor, das ist genau das, wie auch die meisten von uns so durchs Leben gehen. Wir schauen immer, wo können wir noch bestimmte Dinge in unser Leben hineinpacken, wirklich den Rest, die restlichen Zeit noch rausquetschen und versäumen es dadurch, uns auf die großen Steine und uns auf diese Big Rocks wirklich zu konzentrieren und zu fokussieren. Wir sind zu sehr von kleinen Dingen abgelenkt, kleine Dinge nehmen zu viel Raum in unserem Leben ein und damit verpassen wir den Blick auf unsere wirklich wichtigen und großen Steine. Ich finde diese Aussage und diese Geschichte sehr, sehr interessant. Denn ist es nicht wirklich so, dass viele Kleinigkeiten unseren Alltag bestimmen? Und mit diesen vielen Kleinigkeiten versäumen wir es, den Blick auf unsere großen Steine, auf diese Big Rocks bei uns im Leben zu richten. Und ich lade dich ein und inspiriere dich, dir in diesem Moment mal wieder bewusst zu werden, was sind deine großen Steine? Das bedeutet, was ist dir wirklich wichtig? Die kleinen Dinge sind häufig das, was dringend ist. Die kleinen Dinge sind das, wo wir das Gefühl haben, wir bewegen uns an einem Hamsterrad, wir tun zwar bestimmte Dinge, aber wir kommen dennoch nicht so richtig weiter. Und vielleicht ist jetzt mal wieder die Gelegenheit, dich auf die wichtigen Dinge, auf deine großen Steine zu konzentrieren. Ich habe so eine kleine Idee, wie das möglich wäre. Schreibe dir doch mal eine Liste von den Dingen, die dir wirklich in deinem Leben jetzt oder auch zukünftig noch richtig wichtig sind. Und dann schreibe dir eine Liste mit den Dingen, die dringend sind, die du vielleicht die nächsten Tage oder die nächsten Wochen tun musst. Und dann betrachte einmal diese beiden Listen. Das Dringende wird uns sicherlich immer wieder auch beschäftigen. Aber vor allen Dingen lege deinen Blick auch auf das Wichtige. Und nehme doch ein, zwei dieser wichtigen Dinge immer wieder her, um auch in diesem Bereich weiter nach vorne zu kommen. Denn ich habe festgestellt, wenn wir uns mit dem Wichtigen beschäftigen in unserem Leben, dann tun wir das vordergründig für uns. Wenn wir uns zu sehr auf das Dringende konzentrieren, dann tun wir das häufig für andere. Und ich lade dich wirklich nochmal ein, konzentriere dich wieder auf deine großen Steine, auf deine Big Rocks. Lasse Raum zu, auch wieder für das Wichtige in deinem Leben, jetzt und auch zukünftig, und mache dir mit diesen beiden Listen, das Wichtige und das Dringende, dir diese Tatsache heute vielleicht auch mal wieder richtig bewusst. Und dann entscheide, wie du das nach und nach für dich in deinem Tempo angehen willst. Ich freue mich, wenn du durch diesen Impuls wieder so diese wichtigen Dinge in deinem Leben vielleicht heute bewusster erkennen kannst, und freue mich, wenn du dann nach und nach in die Umsetzung in diese Richtung einfach auch
nach vorne kommst. Ich freue mich, wenn wir uns auch beim nächsten magischen Gedanken für einen inspirierenden Wocheneinstieg wiedersehen. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute, viel persönlichen Erfolg und mache dir immer bewusst, lebe dein Potenzial, denn in dir steckt einfach mehr. Bis zum nächsten Mal, dein Jürgen Zwickel.